Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Top 5 Video für euch und zwar die Top 5, also meine persönlichen Top 5 Mayu Sakai Mangas. Ich wurde gefragt, ob ich das nicht machen kann und deswegen mache ich das heute. Falls ihr gerne noch mehr von diesen Top 5 Videos sehen wollt, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ja, dann werde ich das garantiert auch in Angriff nehmen und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Auf Platz 5 meiner Top 5 Mayu Sakai Mangas ist einmal Magic Shoe Shop. Das ist ein Einzelband und da gibt es 4 Kurzgeschichten, die alle auch so ein bisschen zusammenhängen und wirklich zuckersüß natürlich gezeichnet sind. Das werde ich wahrscheinlich überall zu sagen, denn ich liebe Mayu Sakais Zeichenstil. Der ist typisch Shoujo und sehr niedlich, also von daher zum Zeichenstil erwartet nicht, dass ich zu jedem Manga da jetzt was sage, denn er ist durchgehend süß und passt immer. Auch bei ihren älteren Werken ist er noch super. Und ja, hier sind wirklich, wie gesagt, 4 niedliche Kurzgeschichten. Wobei niedlich trifft es hier nicht ganz. Die sind teilweise auch sehr ja, emotional und ein bisschen nicht so typisch Mayu Sakai, nicht so typisch Shoujo. Das macht es gerade sehr interessant, finde ich. Und es sind viele unterschiedliche Charaktere hier zu sehen, die wir auch von verschiedenen ja, Blickwinkeln aussehen, auch wenn es nur ein Einzelband ist. Aber es ist sehr interessant und den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, auch wenn es ein Einzelband ist. Und es ist ein wirklich sehr, sehr guter Einzelband. Dann mein Platz 4 ist das hier und zwar ist das Momo Little Devil. Der hat 7 Bände, ist auch schon abgeschlossen hier in Deutschland. Und ja, da geht es um sie, das ist Momo und sie ist ein kleiner Teufel. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie kommt auf die Erde, um die Erde zu vernichten. Beziehungsweise sie sucht sich ein Mädchen aus, das Anhänger von ihr bekommt. Und jedes Mal, wenn sie einen Anhänger bekommt von Momo, heißt das, dass es ein lebenswertes... ja, ein Punkt, dass man halt, dass man die Erde nicht in die Luft jagen sollte. Und da wird dann halt versucht, unserem kleinen Teufel hier die Erde schmackhaft zu machen. Vor allen Dingen auch mit Essen. Sie liebt Essen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die mal komplett anders ist und sehr lustig. Und man traut einfach diesem kleinen, süßen Mädchen gar nichts Böses zu, obwohl sie wirklich viele Planeten schon zerstört hat und auch die Erde eigentlich zerstören will. Es sei denn natürlich, sie wird davon abgehalten, indem sie genug tolle Sachen auf der Erde entdeckt, was allerdings teilweise wirklich sehr, ja, schlecht für die Erde aussieht. Und es ist wirklich eine ganz, ganz interessante Story, die ihr euch wirklich mal anschauen solltet, denn es ist wirklich ganz anders und wirklich so ein Charakter wie Momo, der einfach so komplett 2 verschiedene Persönlichkeiten sozusagen hat, ist echt was ganz Interessantes und kann ich euch nur ans Herz legen. Dann mein persönlicher Platz 3 ist einmal Peter Pan Syndrom. Er ist mit 2 Bänden bereits abgeschlossen. Und ja, das ist so eine ganz niedliche Geschichte auch. Und zwar geht es da so ein bisschen um, ja, Peter Pan und Wendy und so. Und zwar geht es hier darum, dass unsere Protagonistin fliegen kann und ihre Mutter sucht und dabei ein kleines Kätzchen bei sich hat, das Wendy heißt. Und zusammen suchen sie nach ihrer Mutter. Und diese Fähigkeit zu fliegen wird halt leider aufgedeckt in der Schule, denn sie will einem Jungen das Leben retten, der sonst aus dem Fenster fliegen würde. Und ja, das erinnert wirklich sehr an Peter Pan teilweise, ist sehr süß und sie bekommt halt Hilfe von 2 Jungs, die ihr dann helfen wollen, ihre Mutter zu finden, die auch nicht unterschiedlicher sein könnten und es ist eine sehr, sehr niedliche Story, die teilweise auch sehr traurig ist und auch ein bisschen Liebe natürlich dabei und ja, einfach eine Geschichte, die wirklich ans Herz geht und ein richtig schöner Shoujo, der allerdings auch mehr was für die Jüngeren ist, da die Charaktere hier auch jünger sind. Also es ist nicht dieses typische 16-Jährige, sondern ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Die sind auf jeden Fall noch jünger. Ich würde jetzt so auf 12 oder so oder 13 schätzen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr süße Geschichte, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich gemacht. Dann habe ich hier eine Reihe, die vor kurzem erst zu Ende gegangen ist. Und zwar ist das Sugar Soldier. Der hat 10 Bände und ist, wie gesagt, vor kurzem erst zu Ende gegangen. Und ja, da geht es halt darum, dass unsere Protagonistin immer im Schatten ihrer älteren Schwester steht. Die ist Model und sie fühlt sich einfach nicht hübsch. Sie fühlt sich immer so ein bisschen vernachlässigt. Ist halt so mehr die graue Maus hinter ihrer bekannten Schwester. Alle schenken ihrer Schwester süße Sachen, nur sie bekommt nichts. Und jetzt verliebt sie sich. Sie ist auf die Highschool gekommen, verliebt sich zum ersten Mal und ja, hat Angst, dass ihre Schwester ihr da im Wege stehen könnte, wobei sie das niemals so sagen würde, denn sie liebt ihre Schwester. Aber sie hat halt gar kein Selbstvertrauen und das hier ist wirklich eine ganz typische Liebesgeschichte, die wirklich sehr niedlich auch ist, da unsere Protagonistin einfach hier auch lernt, über sich hinauszuwachsen, lernt den Umgang mit Mädchen und mit Jungs anders anzugehen, sich komplett mal aus ihrer Rolle der grauen Maus rauszuarbeiten und ja, einfach ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen. Und das ist wirklich sehr süß umgesetzt und sehr schön gemacht und auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ihr unbedingt lesen solltet.
Und damit kommen wir zu meiner 1 und zwar ist das Rocking Heaven. Die Reihe ist mit 7 Reihen abgeschlossen. Und ja, ich glaube, das war sogar einer der ersten Mangas von Mayusaka, die damals in Deutschland erschienen sind. Ich glaube, Peter Pan-Syndrom und so, die kamen alle sogar da erst danach in Deutschland raus, obwohl die älter sind. Ach ja, der Untertitel ist übrigens Teen's Premier Love Beat. Das ist wirklich eine ganz, ganz süße Reihe. Ich war sofort verliebt erstmal in ihren Zeichenstil, als ich den gesehen habe und in die Reihe auch an sich. Das ist auch so eine typische Liebesgeschichte. Hier geht es darum, dass eine Jungsschule auch für Mädchen jetzt geöffnet wurde. Natürlich nicht viele Mädchen auf diese Schule kommen. Unsere Protagonistin dann allerdings doch auf diese Schule gekommen ist und sich jetzt mit ganz vielen Jungs rumplagen muss, die alle nicht unterschiedlicher sein könnten und natürlich auch ziemlich nervenaufreibend sind und sehr... ja, kompliziert sind. Man sagt immer, Mädchen sind kompliziert, aber in diesem Fall hier sind die Jungs um einiges komplizierter als die Mädchen. Und da entsteht natürlich auch ein bisschen Liebe mit so vielen Jungs und so, das erste Mal verliebt sein. Und auch sie, ihr wird Liebe geschenkt, nur von dem Jungen, den sie liebt, erstmal natürlich nicht. Das ist natürlich auch eine neue Erfahrung für sie. Und sie lernt Mädchen kennen, die auch gar nicht so sind, wie sie sich die vorgestellt hat, sondern auch wirklich ganz anders sind, als die, die sie bisher kennengelernt hat. Und sie bringt den Leuten einfach Fröhlichkeit und Hoffnung und Liebe und sie ist einfach so ein totaler Sonnenschein, unsere Protagonistin. Und das ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die auch viele Charaktere beinhaltet, die alle wirklich ihren eigenen Charme haben und wirklich richtig toll sind. Und im Zusammensein sind die alle noch viel toller zusammen und es ist eine richtig tolle Gruppe von Charakteren, die man da hat und es ist wirklich sehr schön, sich das alles anzuschauen. Es sind viele Gefühle mit im Spiel, viel, oh mein Gott, Momente, viel, oh mein Gott, Wein-Momente und das ist ein ganz, ganz toller Manga und deswegen für mich auf Platz 1 von meinen Top 5 Mayusaka-Mangas. So, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, ab in die Kommentare damit, was ihr sehen möchtet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!